Für Sie als Angehöriger, wenn Ihr Vater, Frau, Mutter, Sohn, Tochter bei uns im Intensivbereich versorgt werden muss, sind immer große Fragen einhergehend. Kann ich irgendwie helfen? Was kann ich tun? Kann ich überhaupt etwas helfen oder bin ich überflüssig? Fragen über Fragen, die immer individuell zu beantworten sind. Meine Meinung oder die Meinung, die wir hier im Haus vertreten, ist immer, bringen Sie sich ein, wenn Sie möchten, halten Sie Abstand, wenn Sie möchten, fragen Sie jederzeit und unterstützen Sie. Was meine ich mit unterstützen? Als Angehöriger erkennen Sie Ihren Mann oder Ihre Frau besser als jeder andere. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Mann gerne ein Lieblingspolster von sich zu Hause haben möchte oder die Lieblings-CD hören will oder Bilder von den Kindern in irgendeiner Art und Weise den Genesungsprozess unterstützen, scheuen Sie sich nicht, uns zu fragen, ob Sie diese Dinge mit auf die Station nehmen dürfen. Ein Krankenhausaufenthalt ist nicht nur bei uns im Intensivbereich, sondern generell meistens etwas, wo Familien oder eben Angehörige aus dem Alltagsgeschehen reißt. Wir versuchen, die Patientinnen und Patienten trotz der besonderen Situation einen so notwendig wie möglichen Alltag zu gewährleisten. Wir versuchen, Tagesrhythmus von den Patientinnen und Patienten einzuhalten. Wenn es Langschläfer geben sollte, werden wir natürlich die nicht als Erste in der Früh aus dem Bett herausholen. Wenn es Patientinnen und Patienten gibt, die es gewohnt sind, um früh in der Früh bereits ihre ersten Mahlzeiten zum Beispiel zu sich zu nehmen, auch das versuchen wir so gut wie möglich im Intensivbereich zu gewährleisten. Was können Sie als Angehöriger tun? Informieren Sie uns. Erklären Sie uns, was für ein Typ Mensch Ihr Angehöriger ist, was er gerne macht, was er gerne tut, wie er sich zu Hause verhält und so weiter. Erklären Sie uns ein bisschen die Familienverhältnisse, wie viele Kinder sind da, welchen Beruf er gemacht hat. Alles diese Dinge nennen wir in der professionellen Pflege ein bisschen die Bibliografiearbeit. Wir versuchen, diese Informationen in der Versorgung Ihres Angehörigen täglich mit einfließen zu lassen und um so einen optimalen Tagesrhythmus, aber auch Behandlungsverlauf zu gewährleisten. Meine klare Antwort: Selbstverständlich. Intensivtherapie oder auch Intensivpflege ist ab und zu mit Unfällen verbunden, mit großen Wunden verbunden, mit Körperflüssigkeiten oder Sekreten, die vielleicht für nicht jedermanns Sache sind. Im behandelnden Team versuchen wir, wenn Sie zu Besuch kommen zu uns, diese Körperareale, die zum Beispiel von großen Wundflächen betroffen sind, so gut wie möglich abzudecken, damit Sie keine Berührungsangst entwickeln. Wir legen dann zum Beispiel eine Hand frei oder die Schulter frei des Patienten und das sage ich immer wieder, berühren Sie unbedingt. Außer Ihnen ekelt es. Denn auch Ekel ist ein Gefühl, das jeder Mensch für sich selber entscheiden darf. Was aber nicht bedeutet, dass Sie Ihren Angehörigen deswegen mehr oder weniger durch diese schwere Zeit helfen. Fragen Sie ruhig das betreuende Pflegepersonal. Wir stehen Ihnen zur Seite und helfen Ihnen damit, Berührungsängste, wenn von Ihnen gewünscht, gemeinsam zu überstehen. Manche Intensivabteilungen halten während der Behandlung Ihres Angehörigen die Strategie, ein Intensivtagebuch zu führen, vor. Was ist ein Intensivtagebuch? Im Prinzip ist es dasselbe wie ein normales Tagebuch. Sie können als Angehöriger, aber auch wir als Professionisten, Ärzte wie Pflegepersonen, aber auch Therapeutinnen und Therapeuten, den Verlauf für Sie als Patient auf der Intensivstation in einem Tagebuch festhalten. Wenn Sie als Angehöriger dieses Tagebuch mitführen wollen, werden Sie von uns dazu eingeladen. Wenn Abteilungen standardisiert dieses Tagebuch nicht vorhalten, können Sie als Angehöriger selbst, zum Beispiel stichwortartig, den Verlauf der Patientinnen und Patienten mitdokumentieren. Warum kann das wichtig sein? Wenn der Patient nach der Versorgung auf der Intensivstation das Geschehen ist oder die Geschehnisse versucht zu verstehen, kann ein Tagebuch damit helfen, Belastungen, die nach der Behandlung auftreten, zu verarbeiten. Wichtig dabei ist, so Meilensteine wie zum Beispiel das erste Mal Augen öffnen,
das Entwöhnen vom Beatmungsschlauch, das erste Mal selber essen, unbedingt genau zu dokumentieren. Selbst wenn der Patient sich nicht mehr in einem Tiefschlaf befindet, kann es durchaus möglich sein, dass aufgrund der medikamentösen Therapie auch danach noch Erinnerungslücken entstehen. Das Tagebuch hilft Ihnen als Angehöriger, aber auch den Patientinnen und Patienten mit der belastenden Situation, auch danach noch fertig zu werden.